So, guten Morgen. Zu einer neuen Digital Hour nach der Sommerpause sehen wir uns wieder, auch wenn wir schönes Herbstwetter haben. Ich hoffe bei Ihnen auch heute zum Thema SSI-basierte digitale Identitäten. Ja, was das genau ist, das werden wir Ihnen gleich noch näher vorstellen. Auch die beiden Referenten, die wir heute zu Gast haben. Und mein Name ist Steffen Wenzel. Ich bin der Moderator dieses Online-Seminars. Freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, wie funktioniert dieses Seminar? Was machen wir mit Ihnen? Ich hoffe, Sie machen viel mit uns, nämlich sprechen. Wir haben auch Umfragen eingebaut. Wir haben das interaktiv gestaltet, wie immer, dass wir versuchen, ein bisschen in Kontakt mit Ihnen zu kommen, weil davon lebt dann auch dieses Online-Seminar und insbesondere von Ihren Fragen. Nutzen Sie die Chance, mit den beiden Experten heute hier über das Thema SSI zu sprechen. Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen gleich auf der übernächsten Folie. Und am Ende dieses Online-Seminars gibt es auch noch eine Feedback-Folie. Ganz wichtig, dass Sie uns da nochmal sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Und Sie bekommen die heutige Präsentation dieses Online-Seminars dann nochmal im Handout-Bereich zum Runterladen zur Verfügung gestellt. Ja, Graphic Recording haben wir dabei, das kennen Sie vielleicht schon. Die Angelika Ullmann macht das dort oben, die fasst das alles zusammen und sie kann dann entsprechend das nochmal komprimieren. Was wir hier heute sprechen, ist immer eine ganz lustige Geschichte, finde ich, und auch eine informative Sache, dann nochmal auf einen Blick das Thema zusammengefasst zu haben. Das bekommen Sie dann auch im Nachgang noch per E-Mail zugesendet oder zum Download zur Verfügung gestellt. So, und last but not least, ich habe es Ihnen ja schon gesagt, die Chatmöglichkeit, da wollen wir ein bisschen mal jetzt üben, wie wir miteinander reden können, weil wir reden mit Ihnen quasi auf der Tonspur, Sie müssen mit uns schreiben. Dementsprechend ganz kurz mal eine Frage, es sind ja die Herbstferien stehen vor der Tür, fahren Sie denn in Urlaub? Ich habe gehört, viele Menschen fahren dieses Jahr weg. Die Hotels auf der ganz Europa sind ausgebucht, die Preise steigen, die Corona Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir anscheinend jetzt alle reisen wollen. Schreiben Sie mir doch mal, wo fahren Sie hin? Fahren Sie weg? Nein. Das erste ist ein eindeutiges Nein. Ich erzähle dir die ganze Zeit, die Leute fahren weg. Nein. Sehr schön. Der Urlaub ist bereits aufgebraucht. Oh, das ist natürlich dann auch nicht so schön, wenn man im September so gar nichts mehr hat oder im Oktober. Ich fahre in den Urlaub, aber bleibe in Deutschland. Ist ja auch schön hier. Finde ich auch. Das mache ich übrigens auch. Ich bin aber auch jetzt nur ein paar Tage weg, aber auch hier in Deutschland. So, also ich merke, Sie merken das auch. Sie können mit mir kommunizieren. Ihre Fragen kommen an. Darum geht es uns, damit wir dann diese Fragen auch in der Diskussion mit den beiden Referenten diskutieren können. Wen haben wir zu Gast? Marco Doth. Er ist Principal Sales Manager Public bei der T-Systems Multimedia Solutions und aus demselben Unternehmen kommend. Alexander Ebeling, Co-Founder Blockchain Solutions Center, und dementsprechend zwei Experten zu dem Thema SSI. Und sie sagen, SSI ist eine wichtige Weiterentwicklung des digitalen Identitätsmanagements. Und wie das funktioniert und was das genau bedeutet und wofür SSI steht, das erfahren Sie in diesem Seminar. Nämlich Self-Sovereign Identity, haben wir es schon verraten in der Agenda. Wir zeigen hier aktuelle Beispiele aus dem Markt von SSI. Wir zeigen Ihnen aber auch natürlich die Begriffe und Grundbausteine von digitalen Identitäten, Praxisbeispiele dieser Technologie, wie sie eingesetzt wird und ja, aktuelle Kundenbeispiele, wo wir Ihnen noch mal einen kurzen Einblick geben, ja, wie man es einsetzen kann und natürlich auch einen Ausblick und die Zukunft von SSI-Systemen. Wie wird sich das alles weiterentwickeln? Welche Vorteile, Nachteile gibt es? Da hoffen wir mit Ihnen dann auch in eine Ange Diskussion am Ende zu kommen. Ja, und dementsprechend haben wir natürlich auch eine Q&A-Phase am Ende von 5 bis 10 Minuten. Da können wir gerne noch sprechen. So, und damit kommen wir zur ersten Aufgabe an Sie. Wir möchten nämlich von Ihnen gerne wissen, ist Ihnen dieser Begriff SSI bereits bekannt? Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja, bislang konnte ich das Thema aber noch nicht so richtig einordnen. Ja, ich kenne die Initiative des Bundeskanzleramts, da kommen wir dann gleich noch dazu. Nein, das Thema ist mir komplett neu. Also SSI ist Ihnen und digitale Identitäten entsprechend noch, oder digitale Identitäten ist natürlich dann noch mal ein bisschen was anderes, aber ist Ihnen jetzt noch nicht so ein Begriff.
Balken wechseln noch ein bisschen. Marco, du wirst jetzt gleich mit deinem Vortrag oder mit dem Vortrag beginnen. Dementsprechend schon mal die Frage an dich. Du hast es sicherlich schon mal gehört, das Thema. Du gehörst also auf jeden Fall zu den 30%. Du konntest es auch sicherlich einordnen. Und du kennst auch sicherlich die Initiative des Bundeskanzleramts. Nein, Spaß beiseite. Also, ist ein neues Thema noch für viele hier. Wie lange bist du denn jetzt schon dabei und beschäftigst dich damit? Ja, hallo zusammen. Ich darf Sie auch ganz herzlich nochmal begrüßen zur Digital Hour. Freue mich sehr auf den Vortrag heute. Und ich beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren mit dem Thema Blockchain und Kryptographie und mit dem Thema SSI jetzt seit gut 6 Monaten. Und insofern ist es eine spannende Entwicklung, die wir hier sehen. Und ich denke, dass es auch für jeden Einzelnen von uns persönlich ein relevantes Thema ist. Insofern würde ich jetzt mich nochmal bedanken für die Umfrage. Und würde dann auch direkt ins Thema einsteigen. Genau, wie bereits gesagt, wir sprechen heute über SSI. Das ist die Abkürzung für Self-Sovereign Identity. Es geht also um die Selbstsouveränität und es geht um unsere eigene digitale Identität. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir über verschiedene Dinge heute. Wir sprechen vor allem über personenbezogene Daten, die wir online, im Internet, im Rahmen der Digitalisierung über diverse Services und Accounts angeben müssen. Und diese personenbezogenen Daten, die charakterisieren unsere digitale Identität. Und man kann auch von digitalen Nachweisen sprechen. Und das geht uns als Person und Nutzer so, aber wir sprechen auch über Unternehmen und den öffentlichen Sektor, die eine reibungslose Interaktion, digitale Interaktion mit ihren Kundinnen und auch BürgerInnen gewährleisten müssen. Und in diesem Zusammenhang gibt es einige Herausforderungen, vor allem bezüglich der Verwaltung dieser Accounts, Services und Interaktionen, also dieser Identitäten. Und zwar geht es um die Ausstellung, die Verwahrung und die Übermittlung. Also ich benötige sichere Passwörter, Multifaktor-Authentifizierung, Zugangsberechtigungen, Datenschutzvorgaben, IT-Sicherheitsvorkehrungen. Es besteht also hier ein erheblicher Aufwand im Zusammenhang mit der Verwaltung von diesen Nachweisen. Und zusätzlich müssen wir einer dritten Partei vertrauen, die diese Nachweise verwaltet. Also persönlich gesehen an Amazon, Google, aber auch der Bürger, dem Rathaus oder der Lieferant im Unternehmen. Also es gibt eine zentrale Instanz und damit bin ich als Nutzer nicht souverän im Sinne, dass ich diese Identitäten auch nicht selbst souverän nutzen kann. Zusammengefasst, also die persönlichen Daten und Identitäten, die wollen wir nachhaltig nutzen, wir wollen sie sicher verwalten und wir wollen den BürgerInnen und der Wirtschaft einen sicheren Zugang zu diesen Nachweisen ermöglichen. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die die Public-Branche und auch Unternehmen momentan im Rahmen der Digitalisierung vor sich haben. Und wenn diese digitalen Identitäten fehlen, haben wir eines der größten Digitalisierungshemmnisse unserer Zeit. Wie sieht also eine interoperable und auch allgemein akzeptierte Lösung aus, die gleichzeitig die Selbstsouveränität des Nutzers gewährt? Man kann sich auch die Frage anders stellen, wie kann man diese bestehenden digitalen Systeme weiterentwickeln, optimieren, damit sie also auch selbstsouverän werden? Und hier steigen wir direkt auch ein und ich komme das Thema SSI, digitale Identitäten ins Spiel. Also durch technologische Fortschritte im Bereich der Kryptographie vor allem und der dezentralen Datenspeicherung, also auch unter anderem die Blockchain, ist das Konzept dieser selbstsouveränen Identität entstanden und man hat sich zum Ziel gesetzt, dass diese Herausforderungen, die ich eingangs geschildert habe, damit gelöst werden und dass man auch Vorteile für den Nutzer bietet. Und das Prinzip SSI kann man sich als Konzept oder Philosophie vorstellen. Und nach diesem Konzept betreibt man ein sogenanntes Identitätsmanagementsystem. Also man kann auch Ökosystem dazu sagen. Und diese Ökosysteme im SSI werden so betrieben, dass der Endnutzer immer die volle Kontrolle hat. Ja, also der Endnutzer, zum Beispiel in seinem Bürgerkonto, der ist für seine Identitätseigenschaften verantwortlich. Der verwaltet diese dort, und zwar mit seinem privaten Schlüssel, in Klammer kryptografisch, also verschlüsselt, in seiner Wallet. Und die Menschen sollen also die digitale Identität selbstbestimmt nutzen und auch die Kontrolle über ihre Daten behalten. Auch hier nochmal zusammengefasst, dieses Ökosystem liefert also eine technische Grundlage für eine nutzerfreundliche Umsetzung.
Wir haben auch diesbezüglich natürlich die europäischen Werte, die wir auch im Bereich Datenschutz immer wieder im Blick haben, damit abgesichert. Wir haben die Kontrolle, wir haben die Portabilität und die Sicherheit, ja, über auch verschiedene Dienste hinweg mit diesem System. Und das System skaliert durch gemeinsame Standards. Hier schon mal ein Begriff, den wir später nochmal hören werden. Das ist der W3C-Standard, der eben sicherstellt, dass das Ganze auch für viele Unternehmen und für viele Behörden funktioniert und nicht jeder immer das Thema von neuem starten muss. Gleichzeitig ist dieser Ansatz auch kompatibel mit dem europäischen Ökosystem digitaler Identitäten. Das ist eine Initiative des Bundeskanzleramts und dort hat man sich das Ziel gesetzt, dass man eben auch ein europäisches Ökosystem schaffen möchte mit nahtlosen, sicheren und verifizierbaren Nachweisen. Ja, natürlich möchte man da auch eine Kosteneinsparung erwirken, die in einem sehr hohen Maß möglich ist durch diese Digitalisierung und man möchte Werte schaffen, zum Beispiel im Gesundheitswesen, dass man den Austausch von medizinischen Informationen möglich macht, im Public-Bereich die Zeitersparnis für den Bürger oder im Unternehmen, dass man zum Beispiel die Lieferketten oder den Betrieb optimiert. Was sind die Vorteile, die wir hier als T-Systems MMS entwickelt haben? In diesem Themenumfeld begleiten wir, wie gesagt, das Bundeskanzleramt und sind auch hier in der Projektumsetzung beteiligt. Wir haben ein Projektportfolio oder ein Produktportfolio entwickelt, nennt sich SSI as a Service. Und hier wird dann der Alexander später auch noch ein Beispiel und Details dazu geben. Bevor wir jetzt uns den SSI-Ansatz genau anschauen, habe ich Ihnen noch ein Beispiel mitgebracht, damit man das mit diesen Identitäten und dieser Thematik vielleicht noch ein bisschen besser verstehen kann und auch nachvollziehen kann. Und hier haben wir zwei Konzepte, die ich hier gegenübergestellt habe. Und dann stellen wir fest, wenn wir auf der linken Seite schauen, in den analogen Ansatz, dann kennen wir bereits diese Selbstsouveränität. Das ist nämlich unsere Brieftasche. Also, wenn man so sagen möchte, die analoge Wallet. Und darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Auf der anderen Seite sehen wir das föderierte Identitätsmanagement. Das ist hier am Beispiel von Postident oder Videoident dann eben kurz erklärt. Und hier noch kurz zum Verständnis. Es gibt insgesamt vier verschiedene Identitätskonzepte, die haben sich über die, sag ich mal, Zeit hin entwickelt. Man kann zentrale Systeme abbilden. Das ist zum Beispiel eine Firmendatenbank mit einem Admin. In dieser Datenbank sind die ganzen Identitäten gespeichert. Man kann ein nutzerorientiertes System aufgleisen. Das heißt also, die Nutzerkonten sind dann auch mehrfach vorhanden. Aber auch hier wird dieses Thema Attribute und Eigenschaften dieser Identitäten dann eben zentral von einem Anbieter verwaltet. Ja? Und im föderierten Identitätsmanagement, da haben wir dann wieder die Punkte, die ich bereits eingangs erwähnt habe. Also wir haben hier umfangreiche Anmeldeprozesse, die auch durchaus langwierig sind für Lieferanten, Einkauf, Partner oder Firma A und B. Und die Nutzer haben hier in der Regel auch wiederum zahlreiche Accounts bei verschiedenen Dienstleistern. Ja, also zum Beispiel bei der Post, bei irgendwelchen Apps, die diese Videoident-Lösungen anbieten, bei der Kreditreform, für Bonitätsprüfungen. Und dort muss ich immer wieder diese Attribute bestätigen, wie zum Beispiel Führerschein, Bankverbindung, Bonität. Und ich habe auch hier kaum die Möglichkeit, diese in anderen Kontexten dann wieder zu verwenden. Also ich habe eine sogenannte mangelnde Interoperabilität. Und hinzu kommen natürlich dann noch die Probleme im Datenschutz, Passwortstärke, generell die Sicherheit und ich muss auch hier immer einer dritten Partei vertrauen. So, und die letzte Evolutionsstufe ist sozusagen das selbstsouveräne System und das haben wir hier auch im analogen Ansatz. Und das kann man echt schön an der Brieftasche auch nachvollziehen, weil dort speichern wir in Anführungszeichen ja auch unsere Identitäten, zum Beispiel mit offiziellen Dokumenten, dem Personalausweis oder auch mit nicht offiziellen Dokumenten wie der Kundenkarte. Die sind dort in dieser Geldbörse also auch nachweisbar hinterlegt und sie sind zu einem gewissen Grad fälschungssicher. Das heißt, wir haben die Kontrolle, die volle Kontrolle über unsere eigenen Dokumente, ohne dass wir bei einer dritten Partei oder dem Aussteller dieser Dokumente auch diesbezüglich um Erlaubnis fragen dürfen oder müssen, ob wir diese verwenden dürfen. Ja, also wir müssen nicht um Erlaubnis fragen, wir müssen auch nicht diese Dokumente an einer zentralen Stelle ablegen und dann Zugriff bitten. Also anders formuliert, ich zeige eben nicht meinen kompletten Geldbeutel, wenn ich einen Anwendungsfall habe, sondern nur das entsprechende Dokument. Soweit das Beispiel.
Und jetzt schauen wir uns da nochmal eben die Grundbausteine des digitalen selbstsouveränen Systems an. Genau, da würde ich Sie bitten, einfach mal die Begriffe kurz auch abzuspeichern, kurz mal zu verinnerlichen, weil wir dann wieder bei diesen Begriffen immer wieder landen. Und dann können Sie es ganz gut sich vorstellen, wie die Zusammenhänge sind. Ich werde im Besonderen auf die Rollen eingehen. Darüber kann man dann auch die anderen Grundbausteine eben besser erschließen, zum Beispiel eben die digitalen Nachweise, auf Englisch Verifiable Credentials, Kryptographie, also die Verschlüsselung. Dort haben wir diese sogenannten Decentralized Identifiers, das ist abgekürzt DID, werden wir auch nachher nochmal hören. Wir haben dann natürlich das Register, sprich die Datenbank, wo diese Daten abgespeichert sind, also die Nachweise abgespeichert sind. Der englische Begriff dafür ist Ledger und eine Ledger-Technologie ist auch die Blockchain. Deswegen werden wir die auch wieder hören nachher. Wir haben die Wallets, die kennen wir mittlerweile auch über das ganze Bitcoin-Thema. Und wir haben Vertrauenslevel, da werde ich auch nochmal kurz drauf eingehen. Genau. Ja, die drei wichtigsten Rollen oder die drei Rollen in einem SSI-System, die bilden das sogenannte Dreieck des Vertrauens, Triangle of Trust. Und das erkläre ich jetzt im Detail, weil darüber lässt sich eben dieses ganze System sehr gut nachvollziehen. Wir haben immer einen Aussteller, der nennt sich auf Englisch Issuer, der erstellt den Nachweis, also dieses Verified Credential. Und dann haben wir dieses, sage ich mal, digitale Stück, dieser digitale Nachweis im Umlauf. Dann wird dieser digitale Nachweis wird signiert mit einem Schlüssel und dieser Schlüssel, der wird dann deponiert im Netzwerk. Und mit diesem Schlüssel haben wir die Kryptographie und dort wird mit DID-Standard gearbeitet. Das heißt, wir haben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und wir haben immer eine bilaterale Kommunikationsmöglichkeit. Dann gibt es den Halter, auf Englisch Holder, der nutzt die Nachweise und der verwahrt diese Nachweise in seinem Wallet. Und zu einem gewissen Zeitpunkt gibt es dann den Verifizierer, also eine Akzeptanzstelle, die fordert diesen Nachweis ein und prüft diesen Nachweis. Also die prüfen dann sozusagen die Signatur und den öffentlichen Schlüssel. Und im Endeffekt wird geprüft, passt die Signatur und der Nachweis zum Aussteller und ist auch dieser Nachweis noch gültig. Und insofern ist das dieses Zusammenspiel zwischen diesen drei Parteien. Und damit Sie das nochmal besser nachvollziehen können, habe ich Ihnen auch hier ein Beispiel mitgebracht, ein ziemlich aktuelles. Das ist das Thema Impfausweis und da können wir das nochmal spielen. Also ich gehe zum Impfen und gehe zum Impfzentrum. Und in dem Beispiel ist der Aussteller, also das Impfzentrum, die Partei, die mir den digitalen Nachweis ausstellt. Also der digitale Impfausweis. Ich als Besitzer und Nutzer habe dann diesen digitalen Impfausweis auf meinem mobilen Endgerät und speichere dort auf einem SSI, also mit einer SSI-fähigen App, diese Nachweise sicher ab auf meinem Portemonnaie, auf meinem Wallet. Das heißt, ich als Halter bin dementsprechend die geimpfte Person und verwalte diesen digitalen Nachweis. Und zu einem gewissen Zeitpunkt kommt dann eine Akzeptanzstelle und die möchte dann für einen bestimmten Anwendungsfall oder Prozess nun meinen verifizierten digitalen Nachweis sehen, also verarbeiten. In dem Beispiel können wir uns auch wieder überlegen, wir fahren in den Urlaub, wir kommen an den Zoll, an die Grenze und dort möchte man meinen Impfstatus prüfen und für meine Einreise zeige ich dann dementsprechend die Corona-App und dort kann eben nachvollzogen werden, dass mein Nachweis gültig ist. In diesem System haben wir also, wie gesagt, diese sehr wichtige Komponente der Rollen. Damit haben wir auch dann diese Verknüpfung zu den digitalen Nachweisen, also diesen Verifiable Credentials. Und wir hatten sozusagen die privatsfördernden Nachweise. Ja. Dann haben wir noch dieses Vertrauenslevel. Da haben wir immer wieder den Personalausweis. Das ist momentan eben die höchste Vertrauensstufe, die wir hier anbringen können. Deswegen ist der Personalausweis im Prozess sehr gefragt und gewährt die höchste Vertrauensstufe. Zuletzt kommen wir noch zu dem Thema Datenbank, Register, wo wird also dieser Nachweis gespeichert im SSI-System.
Und hier wieder der DID-Standard. Das ist also die Art der Verschlüsselung. Und man kann mit diesem Standard letztendlich jedes Subjekt, also eine Person, eine Organisation oder auch eine Sache, eindeutig identifizieren. Das heißt, jede Identität wird einem DID eindeutig zugeordnet. Und wir müssen uns hier eigentlich nur merken, dass es hier ganz explizite Vorteile gibt mit diesem kryptografischen Ansatz. Das heißt, wir haben sichere Kommunikationswege, wir haben den Schutz der Privatsphäre gesichert, wir haben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und eben auch diese bilaterale Kommunikation. Wie kann man die jetzt eben speichern? Da gibt es zwei Ansätze. Es gibt dann eben diese Ledger-Technologie, das letztendlich auch im Rahmen von verschiedenen Ansätzen letztendlich die Speicherung möglich macht. Und zwei Ansätze, die sehr gängig sind, ist das Microledger, also Microledger. Da haben wir einen privaten Kommunikationskanal zwischen zwei Parteien und die tauschen sich diese Nachweise aus. Das ist also eigentlich der gängigste Ansatz im SSI-System und die beiden Parteien legen diese Nachweise an einem privaten Ort ab, den nur beide Parteien kennen. Und wenn man das Ganze dezentral ausrollen möchte, zum Beispiel auch über eine Blockchain, dann spricht man von Private Ledger oder Public Ledger. Und das ist dann eben so, dass die Nachweise dezentral auf einem Register aufgenommen werden und bereitgestellt werden. Das kann eben öffentlich sein, public oder in einem Unternehmen nur einer bestimmten Gruppe zugänglich gemacht werden, deswegen dann Private Ledger. Auch hier noch ein Beispiel, ähnlich wie bei Telefonnummern kann man diese in ein Telefonbuch speichern und so sozusagen dezentral verwalten. Genau. Abschließend von meiner Seite nochmal die Zusammenfassung. Auf der linken Seite haben wir nochmal die ganzen Funktionen, die ich erklärt habe vom SSI-basierten System. Und auf der rechten Seite sehen wir nochmal die Vorteile für den Kunden. Also wir haben eine einfache Nutzung und dementsprechend auch die Vorteile der SSI-basierten Identitäten. Wir haben ein Produktportfolio, mit dem wir also mit SSI as a Service eine skalierbare Umsetzung ermöglichen und auch Onboarding-Kosten hier sehr gering halten. Wir haben keine Abhängigkeit von Vertrauensdiensten und wir haben uns als T-Systems Pionier sozusagen in diesem Thema auch im Prozess und unterstützen hier, wie gesagt, auch die Bundesregierung mit den Projekten. Also ohne sichere digitale Nachweise gibt es keine sichere digitale Welt. Und diese digitalen Nachweise sind momentan eines der größten Hemmnisse in der Digitalisierung. Und damit möchte ich meinen Abschnitt erstmal beenden und zu einer weiteren Umfrage übergehen. Sehr gerne. Genau, wir haben eine nächste Frage an Sie. Sehen Sie SSI als Weiterentwicklung im Umgang mit digitalen Identitäten? Ja, ich kann mir das grundsätzlich als Weiterentwicklung vorstellen. Ja, dieser Ansatz sollte baldmöglichst umgesetzt werden. Ja, aber ich sehe das aktuell noch nicht in der Praxis oder nicht in der Praxis. Nein, für mich macht das keinen Sinn, weil Sie könnten ja auch einer anderen Meinung sein. Das würde uns sehr freuen, wenn Sie uns das im Chat schreiben, wenn Sie das Letzte anklicken. Und ich sehe aber, dass bislang das noch keiner tut, sondern die meisten hier, Alexander, sagen, ja, das kann ich mir grundsätzlich als Weiterentwicklung natürlich vorstellen. Es sind auch schon ein paar Fragen da, nur mal so viel. Wir stellen die dann alle am Ende in der FAQ-Phase. Bitte noch ein bisschen gedulden. Alex, also 60% sagen, kann man sich vorstellen, soll baldmöglich sogar umgesetzt werden. Wie sind wir denn da unterwegs? Also ist da genügend Licht am Fahrrad? Ja, super. Tolles Ergebnis. Von daher, ich freue mich auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu der Digital Hour. Ich, Alexander Ebeling, wurde schon am Anfang kurz vorgestellt. Ich beschäftige mich, ähnlich wie Markus schon etwas länger auch mit dem Thema SSI und freue mich jetzt hier nochmal den zweiten Part zu übernehmen und ihm mal ein paar Einblicke auch in Richtung Anwendungsfälle und Möglichkeiten bezüglich Lösungen aufzuzeigen. Also vielleicht von unserer Seite erstmal, also wir selber als Telekom T-Systems beschäftigen uns spezifisch mit SSI jetzt schon so knapp seit 3 Jahren.
haben unter anderem mit der BMW zusammen auch ein Forschungspapier veröffentlicht zum Thema Datensparsamkeit mit Hilfe von SSI, sind aber auch in unterschiedlichen Forschungsprojekten aktiv. Dazu nennen vielleicht das große Forschungsprojekt im Zuge der Schaufensterregion sichere digitale Identitäten, ID Union and Ones. Das heißt, basierend darauf sind da auch in den Open Source Standards auch sehr aktiv und ja, unterstützen dort auch mit. Für Sie jetzt oder für unsere Kunden haben wir folgendes Projekt vorgehen oder können wir folgende Unterstützung anbieten. Wir, klar, initial freuen uns auch über eine initiale Kontaktaufnahme, um den Themenkomplex näher zu erklären, ähnlich wie hier, aber auch nochmal tiefer reinzugehen, auch spezifisch die aktuelle Entwicklung einzuschätzen. Wir nennen das sozusagen Call zur ersten Abstimmung. Dann im Weiteren bieten wir auch Business-Workshops, sogenannte Use-Case-Ideation-Workshops an, wo wir auch mit Ihnen gemeinsam vor Ort oder per Remote auch Anwendungsfälle aufzeigen wollen, wie man SSI-basierte digitale Identitäten umsetzt, in welchen Anwendungskategorien das spannend ist. Zum Beispiel können auch Geräte, können auch Dinge eine digitale Identität benutzen. Hilft das mir in meinem Prozess, in meinem Anwendungsfall, aber natürlich auch Personen. Eigentlich ganz logisch, nach einem sozusagen anwendungsbasierten Workshop bieten wir natürlich auch einen technischen Workshop an, wo wir in die technische Infrastruktur, in die technischen Komponenten einsteigen, wo wir hier auch die unterschiedlichen Herausforderungen, technischen Herausforderungen auch darstellen, was wir auch mit Kunden schon gemacht haben, um dann auch schnell und dann in den letzten, zum letzten Baustein zu kommen, schnell in die Umsetzung zu gehen. Das heißt, wir sind auch in der Projektumsetzung natürlich aktiv, Umsetzung von Proof of Concept und Piloten, somit startet man häufig, aber auch von produktiven Projekten, gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Wir stellen aber auch die Betriebsinfrastruktur von zum Beispiel Komponenten bereit, aber auch Knotenbetreiber, so wie in den, so wie es gewollt ist von unserem, von der Kundenseite. Hier vielleicht noch zu erwähnen, Marco hatte das vorhin auch schon aufgegriffen, wir nennen es SSI as a Service. Wir haben also basierend auf unseren letzten, ja, auf unseren Projekten und in den Jahren oder in den Monaten davor haben, auch ein SSI as a Service Portfolio entwickelt, das uns hier auch unterstützt in dem Projektvorgehen. Das heißt, wir haben Komponenten, die wiederverwendbar sind, wie zum Beispiel Komponenten zum Ausstellen, aber auch zum Verifizieren von SSI-basierten Nachweisen, aber natürlich auch die Infrastruktur, und die bieten wir hier dann auch unseren Kunden an, sowohl im Scoping-Workshop als auch natürlich im Projektvorgehen, um einfach schnell Ergebnisse zu erzielen und schnell in die, ja, in die Projektumsetzung zu starten. Genau. Nun möchte ich mal auf Anwendungsfälle oder Anwendungsszenarien eingehen. Und zwar gibt es unterschiedliche Anwendungsszenarien, aber da das aktuell gerade auch die medial größte Aufmerksamkeit hat, haben wir uns hier oder möchte ich mich hier insbesondere auf die Initiative der Bundesregierung und der Privatwirtschaft zum Ökosystem digitale Identitäten darauf eingehen. Vielleicht ganz kurz nochmal, um Ihnen einen Zusammenhang zu geben, das Ökosystem digitale Identitäten ist eine Initiative, die von der Bundesregierung im Dezember letzten Jahres gestartet worden ist. Eingeladen wurden unterschiedliche Unternehmen, es sind dann insgesamt 16 Großunternehmen, dabei aus der deutschen Wirtschaft, 8 Bundesministerien, und dort wurde dann diskutiert, wie man in Zukunft das Thema digitale Identitäten gemeinsam setzen kann, also sowohl privatwirtschaftlich als auch von der Regierungsseite. Denn das wurde herausgefunden, dass ein Ansatz nur ausschließlich von der Regierungsseite nicht hilft, weil es braucht Anwendungsfälle für digitale Identitäten. Nun wurde sich in diesem Kontext schnell darauf geeinigt, dass man bei diesem Ökosystem digitale Identitäten die SSI-Standards, also die Safe Sovereign Identity Standards, nehmen möchte, weil die halt diese ganzen Vorteile, die Marco schon aufgezählt hat, hat. Und dann wurden sich auf 9 sektorübergreifende Anwendungsfälle konzentriert. Wir sind hier, ganz wichtig, in einem Pilotstatus, will ich schon so erwähnen. Das heißt, wir haben uns jetzt die letzten Wochen, die letzten Monate mit den unterschiedlichen Anwendungsfällen beschäftigt. Wir selber als Telekom sind in 3 Anwendungsfällen dabei. Davon möchte ich jetzt einen gleich nochmal näher darstellen. Das eine ist das betriebliche Zugangsmanagement für interne und externe Mitarbeiter. Wir wollen also unseren Mitarbeiterausweis und die sozusagen die Zutritte in unser Gebäude digitalisieren und dort also digitalisieren mit Hilfe von SSI. Das weitere ist die Führerscheinüberprüfung bei unserem Flottenmanagement.
Und das andere, das dritte sehr naheliegende Beispiel, hier fehlt leider noch was, das Logo von Vodafone, das hat sich fast ja nicht richtig dargestellt. Setzen wir mit der Vodafone, Telefonica und wir um die Registrierung für Prepaid-Verträge. Hier ganz kurz, das heißt, wenn Sie einen Prepaid-Vertrag kaufen im Geschäft oder abschließen, müssen Sie eine Verifizierung durchlaufen. Und diese Verifizierung, gerade aktuell Status Quo zum Beispiel, läuft mit Videoident. Und hier wollen wir Videoident sozusagen ein weiteres Identitätsverfahren hinzufügen, und das ist dieses SSI-basierte Identitätsverfahren. Ich möchte jetzt aber nochmal auf einen anderen, vielleicht noch einen viel greifbaren Anwendungsfall eingehen, und zwar das betriebliche Zugangsmanagement. Hier setzen wir einen sogenannten Piloten dann im Laufe des Novembers um, dass wir Gäste akkreditieren können. Wenn wir Gäste in unserer Zentrale in Bonn, also das ist dann auch wirklich so in der Zentrale in Bonn, wenn wir Gäste einladen, Besucher einladen, müssen sie sich, werden sie per E-Mail mit einem Einladungscode werden einen Einladungscode per E-Mail versendet, und diesen Einladungscode zeigen Sie dann bei der Rezeption oder bei einem digitalen Check-in-Automaten vor. Und dann als zweites Authentifizierung oder als zweiter Faktor wird halt der Personalausweis nachgefragt. Wir müssen wissen, dass die Person auch wirklich die Person ist, die wir eingeladen haben. Und hier haben wir dann im November die Möglichkeit, über den SSI-basierten Personalausweis diese Kontrolle durchzuführen, diese Verifizierung durchzuführen. Wir sind dann sozusagen der Verifizierer in Marcos Trust Triangle und verifizieren dann den Nachweis, der ausgestellt worden ist von der Bundesdruckerei, sozusagen der Personalausweis. Und das ist für uns ein Riesenvorteil, weil dadurch unsere Kollegen an der Rezeption entlastet werden mit den unzähligen Besuchern und Gästeeinladungen, die Kontrolle, und sich auf andere Arbeiten konzentrieren können. Und wir dadurch auch einen reinen digitalen Prozess haben und auch die Sicherheit haben, was drin ist in unserem Gebäude, die auch eingeladen worden ist. Das also als Beispiel. Es sollen dann in Zukunft, also wir blicken hier nicht kurzfristig auf 2021, sondern wir blicken immer, okay, wie geht das 2022, 2023 weiter? Hier werden jetzt auch noch weitere Unternehmen eingeladen, sind dann auch Teil dieses Ökosystems digitaler Identitäten, und es wird ja auch eine feste Struktur dann initiiert, dass aus einem Piloten dann auch wirklich Produktivprojekte hier werden, aus den Anwendungsfällen, und dass hier weitere Anwendungsfälle dann auch möglich sind. Ich möchte jetzt, ich habe das ganz kurz dargestellt mit dem Betrieb, mit der Gästeakkreditierung, möchte ich jetzt gerne aber nochmal auf einen Piloten, auf einen Showcase darstellen, auf eine Demo, damit Sie das mal vielleicht auch mal von der Handhabung sehen und nicht nur in Slideform. Und zwar habe ich eine Demo mitgebracht zum Thema Online-Wahlen. Wir haben also eine fiktive, eine ein, ja, es ist ein Demo, also eine fiktive Wahl vorgenommen für das Cyber Security Cluster Bonn. Das ist also eine Vereinswahl. Und hier haben wir sozusagen zwei Prozesse. Wir haben den ersten Prozess, das ist dann die Anmeldung zur Wahl, und die Ausstellung des Wahlscheins ist ganz wichtig, ist der erste Prozess, so laufen halt die Wahlen ab. Und der zweite Prozess ist dann die eigentliche Wahl, wo ich sozusagen meine Erlaubnis zur Wahl, den Wahlschein präsentiere. Und alles, also hier in dieser Demo haben wir sozusagen die Nachweise, wir basieren sozusagen den Nachweis, dass ich bin, auf den SSI-basierten Personalausweis. Das ist die Basis-ID, so heißt sie. Dann haben wir das ID-Wallet genommen, hier zur Rechten, gehe ich gleich nochmal näher drauf an. Das ist eine App, die zeitnah auch noch bereitgestellt wird von der Bundesregierung im Laufe des Novembers. Dann haben wir hier das DID-Netzwerk, wir nennen das ID-Union-Testnetzwerk von unserem Forschungsprojekt, und unsere Komponenten zur Verifizierung Ausstellung als auch zur Verifizierung der einzelnen, der Nachweise. So, dann würde ich jetzt mal in das Video reinsteigen. Genau, wir haben ein kleines Demo-Video. Das heißt, hier links sehen Sie sozusagen die Registrierung für die Online-Wahl. Das heißt, hier wird jetzt kontrolliert. Hier rechts sehen Sie sozusagen dann meine App, die ID-Wallet-App. Da liegt die Basis-ID schon vor. Die Basis-ID ist, wie gesagt, der SSI-basierte Personalausweis. Wir haben hier von der Stadt Köln die Erika Mustermann, die sozusagen bei ihrer Firma arbeitet, die sozusagen zugelassen ist zur Wahl. Das heißt, ich scanne jetzt den QR-Code von diesem Wahlverzeichnis. Und wir bauen eine sichere Verbindung auf, und es gibt eine Anfrage auf der rechten Seite, dass das Wahlverzeichnis bitte die Identifikation von mich überprüfen möchte. Das heißt, ich muss hier identifizieren, darstellen. Hier kann ich wirklich darstellen, ganz explizit, was ich zeigen möchte. Jetzt das Tool hier auf der linken Seite möchte ganz gerne folgende Informationen, das hat man da gerade gesehen. Aber hier kann ich also ganz individuell darstellen, dass ich nur bestimmte Informationen zeigen möchte. Hier, es wurde geprüft, dass ich jetzt stimmberechtigt bin für die Showcase GmbH. Das ist von Frau Mustermann die Firma. Und
Hier füge ich jetzt, hier würde mir auf der rechten Seite der digitale Wahrschein und die Voting-ID ausgestellt. Das heißt, ich habe jetzt auf der rechten Seite, wurde mir das über die sichere Verbindung ja übermittelt, den digitalen Wahrschein und die Basis-ID. Digitaler Wahrschein wurde ausgestellt von dem Wählerverzeichnis des Cyber Security Cluster Bonn und die Basis-ID sozusagen von der Bundesdruckerei, kann man sich das vorstellen. Wahl. Das heißt, wir sind jetzt bei der Online-Wahl und wir wollen jetzt prüfen. Das heißt, das Wahltool, die eigentliche Wahl, prüft jetzt, okay, bin ich eigentlich verifiziert zu wählen und habe ich meinen Personalausweis auch? Das heißt, diese beiden Merkmale überprüft es. Und zwar hier gibt es jetzt die Anfrage. Wir zeigen die Anfrage an. Sie scannen den QR-Code ab. Okay, er möchte von dem digitalen Wahlschein bestimmte Informationen haben und er möchte von der Basis-ID bestimmte Informationen haben. Aber nicht alle Informationen von der Basis-ID. Das ist ganz wichtig, weil den braucht er hier nicht für den Prozess. Das heißt, wir haben eine Datenminimierung, Datensparsamkeit. Hier habe ich also nur dargestellt, hier sieht man es links. Okay, ich habe den Wahlschein und ich habe den Personalausweis und ich werde jetzt zur Wahl umgeleitet. Das heißt, das ist eine simple Darstellung, eine anfassbare Darstellung, wie denn wie dieses Konzept SSI-basierte Identitäten sowohl als Verifizierung, Personalausweis, Schrägstrich Basis-ID läuft, als auch Ausstellung eines Wahlscheins und dann im Nachhinein dann die Durchführung des Anwendungsfalls. Ich vertraue dann bei der Durchführung des Anwendungsfalls, also wenn die Cyber Security Cluster die Wahl durchführt, vertraut dann also einmal, dass der Aussteller die Bundesdruckerei mit der Basis-ID korrekt ist und einmal, dass die Ausstellung des digitalen Wahlscheins vom Wählerverzeichnis korrekt ist. Und dadurch kann ich dann sozusagen prüfen, dass ich auch wirklich ich bin. Das heißt, das soll mal ein anfassbares Beispiel sein. Das ist eine Demo. Ja, wir sind auch in Gesprächen, aber das ist mal eine Demo, wie so ein SSI-basierter Use Case umgesetzt werden kann und wie sowas dann, wie sowas dann aussieht und wie schnell sowas auch funktionieren kann. Hier will man natürlich auch unter anderem die Wahlbeteiligung einfach erhöhen. Das ist ein ganz großer Punkt, die Wahlbeteiligung von auf Vereinswahlen zu erhöhen, kann man sich ja sicher vorstellen. Hier nochmal, wir haben das also wirklich, das Netzwerk, was wir benutzt haben, wo der Aussteller die beiden Nachweise, also einmal die Basis-ID und der andere Aussteller, die im Wählerverzeichnis gespeichert haben, haben wir das ID-Union-Testnetzwerk benutzt. Und beim Verifizieren hat sozusagen der Cyber Security Cluster Bonn nachgefragt auf dem ID-Union-Testnetzwerk, ist dieser Nachweis valide, stimmt dennoch, ist die Signatur korrekt und hat dadurch das Ergebnis bekommen. Genau. Okay, wir sind bei der dritten Umfrage angekommen. Genau. Dann gebe ich ab. Genau. Danke, Alex, bis dahin. Genau, wir wollen jetzt nochmal über Hürden sprechen. Vor- und Nachteile kommen auch danach. Ich sehe konkrete folgende Hürden. Wenn Sie welche sehen, schreiben Sie sie uns im Chat. Es gibt auch hier schon ein paar Fragen, auch kritische Anmerkungen, die können wir dann im Anschluss noch diskutieren. Ich sehe, Sie sehen, wenn Sie nur Vorteile sehen, ist das natürlich auch gut. Aber ich glaube, so die Mehrheit... Alex und Marco, ich glaube, ich würde jetzt Marco auch nochmal dazu holen, sind sich noch nicht so ganz sicher. Ne? Also ist ja auch noch ein neues Projekt, dementsprechend, ja, ist das vielleicht auch ein Umgang mit dem Thema, der für euch jetzt auch gewohnt ist, oder? Dass noch immer eine gewisse Unsicherheit dann da. Wie seht ihr das? Ja, also absolut von der... soll mal sagen, von der technischen Seite, also sowohl von der grundlegenden Protokollseite, als auch dann von der Implementierung. Wir nutzen hier Open Source Standards, die ständig weiterentwickelt werden, auch Open Source Protokolle. Das ist auf der einen Seite richtig und super. Auf der anderen Seite können wir also jetzt noch nicht davon ausgehen, dass das, dass wir sozusagen alle Hürden, dass das komplett sozusagen reif für 100 Millionen Nutzer zum Beispiel ist. Also im Kleinraum, wie ich das dargestellt habe mit der Gästeakkreditierung, das ist reif, das ist stabil, das läuft. Aber das ist ganz klar, dass quasi die Technologien auch weiterentwickelt werden und die Protokolle auch weiterentwickelt werden. Wir sind also nicht in dem Zustand, okay, das ist jetzt die einzige Wahrheit und so ist das System, sondern wir sind da ständig in der Weiterentwicklung, auch in der Anpassung. Von daher... Sind da auch Hürden, die wir im Moment auch noch sehen, auf die wir gleich auch noch mal eingehen können eigentlich. Genau, es werden auch hier schon konkret zwei genannt. Vielleicht könnt ihr auf die noch mal kurz eingehen. Das eine ist das Thema Kosten als Hürde. Ne? Ich meine, Geld spielt immer eine Rolle. Und das zweite ist die Digitalisierung der Behörden in Behörden, also wahrscheinlich die unzureichende, die hier angesprochen wird. Klar, wenn ich irgendwie SSI einführen will, dann muss ich natürlich auch entsprechend digitalisiert sein.
Genau, vielleicht ein Thema zum Kosten. Wenn als Beispiel wir jetzt Telekom KYC, also dieses Prepaid-Registrierung, da haben wir aktuell Kosten für jede Registrierung für das Thema Video-Ident. Das heißt, wir haben den aktuellen Prozess. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt zusätzliche Identifikationshürden oder Authentifizierungshürden mit SSI aufbürden wollen, sondern wir müssen natürlich den Prozess auch erfüllen und unsere zukünftigen Prepaid-Nutzer ja auch identifizieren. Und da haben wir aktuell auch schon Kosten, die entstehen. Und unser Versprechen ist, dass wir mit Hilfe dieser Lösung oder mit Hilfe dieses Use Cases dort geringere Kosten einfach haben. Das als auf einer Seite. Und das ist jetzt nicht so, dass das sich an Tag 1 oder Tag 2 amortisiert, sondern das wird sich dann über die längere Frist, muss man sich das anschauen. Unsere Hoffnung oder auch unser Versprechen, genauso wie bei der Gästeakkreditierung, dass wir da halt das Rezeptionspersonal auch entlasten, dass sie sich auf die wichtigeren Arbeiten konzentrieren können und dass wir das halt, dass wir dadurch sozusagen die Kosten, die wir bei der initialen Projektumsetzung haben, die auch natürlich da sind, dass wir das so dadurch dann quasi verringern können. Genau. Also absolut, man hat am Anfang immer Kosten, insbesondere in diesem Umfeld. Ganz wichtig ist aber, dass natürlich hier auch Komponenten entwickelt werden, jetzt in diesem zum Beispiel bei diesem Bundeskanzleramtprojekt, die dann auch für andere Anwendungsfälle wichtig sind oder einsetzbar sind. Das heißt, wir bauen jetzt hier nicht nur eine Komponente, die nur für einen Anwendungsfall da sind, sondern andere Anwendungsfälle abdecken und wollen dann halt auch Skalierung erreichen und dadurch dann insgesamt auch die Kosten verringern. Aber klar, Kosten sind auf jeden Fall da. Und vielleicht das Thema Digitalisierung in Behörden. Ja, da haben wir auch eine lange Geschichte oder ich bin da auch ja irgendwie bestraft, sage ich mal, also von dem Thema und will aber sagen, dass die jetzt ich bin in diesem Projekt, in dem Bundeskanzlerprojekt seit Dezember dabei und da war schon ich war schon überrascht über die Geschwindigkeit, sagen wir es mal so. Vielleicht am Ende zu schnell, aber ich war sehr überrascht von der Geschwindigkeit, die bezüglich Digitalisierung und bezüglich Wille und Motivation hier an den Tag gelegt worden ist. Und das fand ich wirklich ganz stark, auch klar. Aber auf der anderen Seite, es gibt sehr viele Punkte noch beim Thema Digitalisierung. Ich will gar nicht das Thema Online-Zugangsgesetz erwähnen, wo wir noch ja, offene Herausforderungen haben, die angegangen werden müssen. Okay, vielleicht, wir haben eine Menge Fragen, deswegen lasst uns noch mal einen kurzen Ausblick in die Zukunft werfen und dann können wir dann auch noch mal in die Diskussion mit den Zuschauerinnen und Zuschauern gehen. Ja, super, genau, mache ich mal. Dann kann ich nämlich die anderen Fragen auch gleich mal dann beantworten danach. Also, Ausblick, wo sind wir hin? Ich habe es eben gerade schon irgendwie angedeutet. Wir denken nicht irgendwie 2021 jetzt ready, sondern wir gucken nach vorne, 2022, 2023. Das System SSI selber wird sich technisch als auch von der Protokollseite auch immer wieder noch verändern und auch ja, verbessern, auch dahingehend. Da sind wir sehr, sehr von überzeugt. Das heißt, dort, wir gucken wirklich nach vorne und wir sehen, dass sich dort also technisch auch noch einiges ändert. Ganz wichtig vielleicht auch von der ja, von der Anwendungsfällenseite, klar, ich habe es gerade schon erwähnt, dieses Ökosystem digitaler Identitäten von Deutschland, von der Bundesregierung, aber es gibt auch die Europäische Kommission, die ein europäisches Ökosystem im Juni, ich glaube, es war im Juni genau veröffentlicht hat oder angekündigt hat. Das heißt, sie möchten einen europäischen einheitlichen Standard, einen eIDAS-konformen Standard entwickeln, wie wir uns SSI-basiert sozusagen in Europa ausweisen können. Das heißt, das ist, da werden wir also auf der Anwendungsfallseite auch eine Menge sehen, die dort entsteht. Weltweit will ich gar nicht anfangen, aber das ist wirklich echt spannend. Und klar, diese technischen Themen wie Skalierung müssen eindeutig in den Griff bekommen werden. Will ich gar nicht näher darauf eingehen, aber das ist ein Riesenproblem, das Thema Skalierung, als auch das Thema Revocation. Da geht aber Markus, glaube ich, jetzt noch mal kurz drauf ein. Genau, also bei Revocation geht es im Endeffekt um Zurückziehen eines Nachweises. Und da hat mir ein Beispiel ganz gut geholfen, das näher nachvollziehen zu können. Stellen Sie sich vor, Sie fahren Auto und fürs Autofahren braucht man ja den Führerschein. Das heißt, digitaler Nachweis ist der Führerschein in meiner zum Beispiel Wallet. Und jetzt bin ich in der Polizeikontrolle, wurde hier angehalten und die Polizei stellt fest, dass ich mit Alkohol am Steuer gefahren bin und möchte jetzt direkt auch meinen Führerschein, sprich das digitale Attribut, entziehen. Kann sie aber aktuell nicht. Das kann momentan in der Lösung nur der Aussteller. Und hier haben wir also ein sozusagen Effizienzproblem, an dem noch gearbeitet werden muss. Und insofern
Wäre das ein Beispiel für Revocation? Ansonsten geht es bezüglich SSI und Blockchain um zwei Themen hier auch. Einmal personenbezogene Daten. Da gibt es die Warnung auch immer wieder, dass es niemals vorkommen sollte, dass die Rohdaten von persönlichen Daten in der Blockchain gespeichert werden, weil man eben dann Rückschlüsse auf die einzelnen Identitäten ziehen kann. Das ist ja dann ein öffentliches Netzwerk, da kann man auch diese Dinge nicht mehr so einfach löschen. Kann man in diesem SSI-Fall durchaus auch etwas vernachlässigen, weil es eben diesen DID-Standard gibt und dort eben alles sehr gut auch verschlüsselt ist. Zum anderen die Frage, muss es denn mit einer Blockchain gemacht werden? Nein, muss es nicht. Also es gibt da eben auch wie immer Vor- und Nachteile. Es kann im Endeffekt auch ohne diese Blockchain funktionieren, weil man sich auch hier auf diesen DID-Standard geeinigt hat, beziehungsweise ganz am Anfang meiner Folien hatte ich diesen W3C-Standard genannt. Das sind also alles Verschlüsselungsstandards, nach denen man arbeitet und zu denen sich auch diese ganzen Experten an den Anwendungsbeispielen, die der Alex gezeigt hat, bereit erklärt oder geeinigt haben. Das heißt, Vorteile dann auch gegenüber der Blockchain, die berücksichtigt werden sollten, sind eben die hohe Transparenz und die Sicherheit, die man über so eine Blockchain auch dann gewährleisten kann. Insofern muss es immer genau geprüft werden, wann man so eine Blockchain im Rahmen von SSI einsetzt und nicht. Genau. Wir sind damit am Ende unseres Vortrags. Ich möchte mich da auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir geben Ihnen jetzt, wie gesagt, noch die Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen und beantworten natürlich die bereits gestellten Fragen noch. Genau, hoffen wir, dass wir jetzt mal mit allen schnell durchkommen. Wir haben nämlich eine Menge. Toll, dass Sie so super mitmachen. Was passiert, wenn sich inhaltlich meine Nachweise verändern? Also beispielsweise der Impfstatus ändert sich, dritte Impfung ist notwendig. Können Sie etwas zur Aktualität der Nachweisdaten sagen? Ja, also das ist ein guter Punkt. Das ist genau das Thema, was Markus eigentlich gerade auch mit Revocation angesprochen hat. Also derjenige, der den Impfnachweis ausstellt, kann ihnen dann sozusagen einen aktualisierten Impfnachweis senden. Aber nur die Person, also wenn sie jetzt, oder nur die, ja, nur die Partei, die Institution, wenn jetzt, wenn das jetzt über eine andere Institution laufen könnte, dann würde der einen neuen Impfnachweis ausgestellt werden. Das heißt, Aktualisierungen sind möglich, aber nur von der Person, von dem sie initial schon den Impfnachweis bekommen haben. Oder von der, ja, Institution, genau. Das ist dieser Aussteller, den Marco in dem Trust-Trying gezeigt hat. Also von dem Aussteller, da können Aktualisierungen reinkommen. Wenn Sie einen anderen Aussteller haben, sozusagen in einem anderen Land, dann nicht. Okay. Gut, das würde bedeuten, also jetzt, wenn eine dritte Impfung wäre, bekomme ich wieder vom Arzt einen QR-Code. Ich kann den ganz normal mit meiner Covid-App entsprechend einscannen und dann ist die auch entsprechend genau aktualisiert. Ja. Gut. Ja, genau. Wird der digitale Ausweis bzw. das digitale Zertifikat auf einem HW-basierten Secure-Element im Smartphone gespeichert oder in einer SW-basierten Wallet? Ja, sehr gute Frage, richtig. Ist genau die Frage, genau das streben wir an. Wir wollen ganz gerne, dass das digitale Zertifikat auf ein Hardware-Secure-Element kommt, auf ein Trusted-Secure-Element. Es wird im November für ein paar Samsung-Geräte möglich sein, dass man mit einer App, also mit einer ID-App, auf dieses Hardware-Secure-Element zugreifen kann und dort Zertifikate speichern kann. Aber man ist da auf der einen Seite auch sehr abhängig von den Geräteherstellern, also Samsung als Beispiel, aber auch Apple. Aktuell ist es tatsächlich so, dass es ein softwarebasiertes Wallet ist. Man könnte das dadurch lösen, dass man die Zertifikate eventuell in einer Cloud als Backup speichert, in einem Secure Element oder in einem Trusted Execution Environment. Aber aktuell softwarebasiertes Wallet, plan aber ganz stark damit in den nächsten Jahr, deswegen dieser Ausblick in den nächsten, im nächsten Jahr auch, das auch hardwarebasiert auf dem Secure Element zu speichern. Ganz wichtiges Thema, ja. Gibt ja auch kritische Presse zu diesem Thema, ne? Und deswegen auch hier die Frage, wie werden hier die bereits in den Medien kommunizierten Sicherheitslücken Man-in-the-Middle-Attack gelöst? Also wie geht ihr mit diesen Themen jetzt in Zukunft um? Ja,
Also die aktuelle ID-Wallet-App, die quasi vor 2 Wochen quasi veröffentlicht worden ist, wurde wieder von der Veröffentlichung zurückgenommen. Er gab eine Rolle rückwärts. Für uns, wir hatten sowieso den Piloten erst im November, Dezember umgesetzt. Das ist okay als Unternehmen. Die sind im Moment dabei, auch offizielle Sprechmitteilung, diese in einem neuen Release zu veröffentlichen, die zu härten, Pentest, Security-Test zu machen. Das heißt, das ist auf die App bezogen, also App-Development. Das Thema Man-in-the-Middle-Attacke geht eigentlich in diesem Kontext nur auf die Clients, also auf die Software-Komponenten, die sozusagen Verifizierung zum Beispiel vornehmen. Und wenn die nicht ordentlich abgesichert sind bei den jeweiligen Parteien, dann passiert natürlich das. Dann könnte man Man-in-the-Middle-Attacken vornehmen. Das Netzwerk selber, also jetzt zum Beispiel in unserem Testnet, das ID-Union-Netzwerk, da kann man eine Man-in-the-Middle-Attacke nicht erfolgreich vornehmen. Aber klar, wenn man, das ist eine ganze Kette, die man dort betrachten muss. Also wenn die Netzwerksicherheit da ist, okay, wenn dann aber die Applikationssicherheit nicht da ist, also zum Beispiel der Client, der auf das Netzwerk spricht oder der auf das Netzwerk verifiziert und Nachweise aufstellt, und wenn der unsicher ist, wenn der angreifbar ist, dann kann man genau das machen, also eine Man-in-the-Middle-Attacke auch vornehmen. Also das muss eindeutig reif sein, das muss stabil sein. Unsere Komponenten sind getestet und gepentestet für unseren Fall, also für unseren Demo und für unseren Piloten. Genau, aktuell in den aktuellen Anwendungsfall, also aktuell in die Initiative, das, oder das aktuelle Problem. Da waren sie wohl nicht sicher, wenn ich das mal so den Nachrichten glauben Okay. kann. Ja. Dazu passt auch die Frage vom Führerschein-Fiasko, war Ja, laut einer. richtig. Ich muss mich jetzt politisch korrekt ausdrücken. Ja. Bei mir hat es auch nicht funktioniert, tatsächlich. Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Mir wurde es auch angezeigt, dass mein Führerschein entzogen worden ist. Auch gut, das über diesen Weg zu erfahren. Das stimmt aber nicht. Die Idee war eigentlich ganz simpel, dass man also den Personalausweis reinladen kann in das ID-Wallet. Diese Base-ID ist es ja dann. Das funktioniert auch. Also das funktioniert auch mit Testausweisen zum Beispiel. Hat auch die seit Mai funktioniert mit Testausweisen und in Teilen auch mit realen Ausweisen. Und dann die Verknüpfung hergestellt werden, weil das Kraftfahrtbundesamt natürlich auch den Personalausweis zum Führerschein geknüpft hat. Und dann zieht man sich einfach den Führerschein. Und genau in dieser Verbindung muss irgendwas schiefgegangen sein. Also bei der Abfrage zwischen Personalausweis und Führerschein und dann die Übermittlung des Führerscheins, wie auch bei mir, muss es ein extremes Problem gegeben haben. Offiziell kann ich nur sagen, die Bundesregierung als auch das Kraftfahrtbundesamt war einfach von den Anfragen überrascht. Sie haben wahrscheinlich mit viel weniger gerechnet, als dann im Nachhinein entstanden sind. Wurden da Summen von halbe Million Anfragen oder halbe Million Nutzern genannt. Das ist alles in unserem Maßstab okay, also wäre jetzt nicht schlimm, aber so dafür war es nicht auch. Man muss sich jetzt gedulden auf November, Dezember, da wird es nochmal neu veröffentlicht. Okay. Also das heißt, dann können wir vielleicht auch im nächsten Jahr nochmal weiterschauen und hier nochmal ein neues Online-Seminar anbieten, eine Digital Hour mit euch, Ja, um es das ist. dann alles auch nochmal gerade zu ziehen. Aber es ist halt wichtig, dass man Christian, daraus lernt, finde ich immer, ne? Vielleicht, das ist ja nochmal genau, und da ist abschließend, es ne? auch, Das hier ist. passt die andere Frage auch ganz gut dazu. Gibt es denn ähnliche Projekte in anderen Ländern, von denen man woraus ist das hier, ist dies hier entstanden? Also habt ihr dort auch Austausch? Ich meine, wir haben ja immer so Role Model States, ne? Also wie jetzt Litauen und andere, wo man genau Ja, weiß, die sind in solchen Bereichen Island. Leitern. Genau, Ja. Estland. Arbeitet man mit denen zusammen? Ja, also ja, gibt es absolut. Also in Europa, wenn ich mich auf Europa beschränke, also Europa gibt es das sogenannte ESEF, European Safe Zone Identity Framework. Also die Europäische Kommission hat das jetzt nicht nur seit Sommer, sondern schon länger auf den, nicht auf dem Schirm, sondern wirklich auch auf der Agenda. Sondern ein Ökosystem oder ein Protokoll auch bereitzustellen. Das sieht sie selber auch, dass sie sozusagen auch eine digitale Infrastruktur für die Europäische Union bereitstellen kann. Und dort hängen digitale Identitäten als ganz, ganz wichtiges Merkmal mit dazu. Es gibt ein weltweites Netzwerk, weltweite SSI-Infrastruktur, nennt sich Sovereign, also Sovrin. Die ist zum Beispiel auch in Amerika, also weltweit aktiv, wo man bestimmte Identitäten auch speichern oder beziehungsweise Nachweise ausstellen kann und Nachweise verifizieren kann. Das funktioniert auch schon sehr gut. Also es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle tatsächlich.
Vielleicht hier nochmal so ein Negativbeispiel, also Apple als Beispiel. Apple fährt mit ihrem eigenen proprietären Standard. Die benutzen nicht den SSI-Standard, also die nicht den Safe, also selbstsouveränen Standard, sondern die haben einen eigenen, der nicht kompatibel ist, der Apple-bezogen ist. Das ist also auch nochmal ganz spannend, wie sich das entwickelt. Wir wissen aber, dass Microsoft als Beispiel auch mit beim SSI-Standard mitarbeitet. Also ja, es gibt auch andere Projekte, und dieses, ja, das, und daran hat man sich auch angelehnt. Also man, vielleicht auch die Motivation, dass die Europäische Union und Deutschland sich damit beschäftigt. Man möchte halt auch in der Digi, man möchte halt diese Hoheit des Ausweises auch in der digitalen Welt nicht verlieren, dass man sozusagen Facebook oder Google als Identitätsprovider nimmt. Das ist nicht richtig. Und da, das sehen sie einfach als Kernfunktionalität. Okay, weitere Frage. Die Freischaltung des digitalen Personalausweises wird meines Erachtens in Deutschland noch relativ zögerlich angenommen. Wie bekommt man SSI-Systeme dann schneller in den Markt? Ja, es gibt eine Gesetzesänderung, also weil man kann ja zum Beispiel auch mal den PIN verloren haben von dem NPA, also von den Ausweis. Das ist das eine Sache, und wenn man diesen PIN verloren hat, dann muss man immer zum Amt laufen und dort sich einen neuen PIN ausstellen. Und es wird jetzt, gibt jetzt eine Gesetzesänderung, dass das also auch vertrauenswürdige Stellen übernehmen können, wie zum Beispiel eine Bank, wie zum Beispiel Telekommunikationsanbieter, dass man dort also auch hingehen kann in das Geschäft und sagen kann, ich habe sozusagen meinen PIN verloren, und die stellen sozusagen dann einen neuen Ausweis aus oder einen neuen PIN aus. Das ist also ganz nett gelöst. Dadurch möchte man also die Reichweite auch erhöhen, zum Beispiel jetzt bei dem Personalausweis. Ebenso, okay, es gibt immer noch, man muss sich ja aktiv jetzt gerade das Opt-out zustimmen. Also ich muss mich aktiv zustimmen, diese Online-Ausweisfunktion nicht zu nutzen. Von daher, da erhofft man sich auch, dass man eine höhere Nachfrage erhält. Ganz persönlich, meine persönliche Meinung, dieses zögerliche Annehmen liegt einfach auch an den Anwendungsfällen. Wenn Anwendungsfälle da sind, dass wir uns so ausweisen können, dann würden doch viel mehr Bürger das auch in Deutschland auch nutzen. Und dann, wenn du einmal oder zweimal diese Funktion benutzt, dann weißt du auch, wie es funktioniert. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe letztes Jahr erst das erste Mal die Ausweis-App 2, also den Personalausweis digital benutzt, um ein Führungszeugnis zu beantragen. Das ging sehr, sehr schnell. Das war super. Das war eine Erfahrung, die ich so noch nie hatte, und benutze das jetzt häufiger. Also das muss ich auch sagen, es geht auch an den Anwendungsfällen. Und da sind wir jetzt dabei, dass da Anwendungsfälle kommen. Okay, sehr gut. Ja, Sie sehen und ihr seht, dass wir schon in den letzten Minuten dieses Online-Seminars sind und dementsprechend die Feedback-Folie. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein zahlreiches Feedback geben. Nehmen Sie sich nochmal die Minute und klicken Sie hier entsprechend die Dinge, die Sie für Sie relevant sind, und Sie können sich hier direkt unter Marco Dot, sehen Sie das, den Handout-Bereich einfach draufklicken, und dann können Sie sich die Präsentation des heutigen Tages, wenn es Sie interessiert, nochmal durchlesen und runterladen. Vielleicht eine letzte Frage noch. Gibt es Vorgaben, wie stark Aussteller und Verifizierer der Identität logisch oder physisch getrennt sein müssen? Kann ich das alleine oder wie gehe ich hier vor? Ja, also verifizieren von einem Nachweis, wie zum Beispiel einer Basis-ID als Identität, das können alle. Dass dieses Nachweis, oder das sollten alle können, so dass dieser Nachweis, der mir präsentiert wird, auch von einer richtigen Institution, also dass das verifiziert ist, dass das also ordentlich ausgestellt worden ist. Das Ausstellen wiederum, ja, es sollte auch getrennt sein. Der Aussteller, das ist eigentlich der Trust-Anchor. Also das ist die Person, die wirklich auch, auch korrekt sein muss. In dem Kontext zum Beispiel bei ID Union, bei dem Netzwerk, da gibt es wirklich Verträge, die man ausfüllen muss, dass ich wirklich ein Aussteller bin von Nachweisen. Dem muss ich ja auch vertrauen, dass er den Nachweis ordentlich ausstellt, dass er die Prüfung vorgenommen hat, zum Beispiel, dass ich jetzt Mitarbeiter der Deutschen Telekom bin. Und dann können wir was ausstellen. Das heißt, ja, wäre sehr sinnvoll, wenn sie logisch getrennt sind, weil warum soll die Deutsche Telekom nochmal verifizieren, dass ich Telekom-Mitarbeiter bin, wenn sie mir dieses Credential schon ausgestellt hat? Das heißt, das ist eigentlich die gesamte Logik, dass wir quasi diese Trennung zwischen Aussteller und Verifizierer haben. Dass also auch eine Bosch oder eine Deutsche Bahn, wenn ich dort zu Besuch bin, dass die als Verifizierer überprüfen können, relativ schnell, ja, ich bin Mitarbeiter der Deutschen Telekom, weil sie sehen können, dass mein Nachweis quasi verifiziert ist. Das heißt, diese Trennung ist eigentlich sehr wichtig.
Marco und Alexander oder Alex, vielen Dank, dass ihr heute hier zu Gast wart. Ich glaube, es war eine spannende Diskussion. Man hat es gemerkt, es sind auch einige Fragen da gewesen. Wir werden das weiter verfolgen, insbesondere natürlich die Anwendungsfälle, wenn sie konkreter werden. Da stimme ich dir komplett zu, dass wir sicherlich jetzt auch mal da reingehen müssen, das auszuprobieren und natürlich möglichst viele Anwendungsfälle generieren, wo man das dann auch gut einsetzen kann und natürlich dann den Mehrwert für sich auch, anstatt das quasi auf analogen Wege weiterhin zu tun. Das hoffen wir alle sehr. Ein auch wieder Herbstferien und andere Themen dazwischen sind. Deswegen am 12. November finden wir uns hier wieder zusammen mit dem Thema Content und Commerce. Also oder zu einem Thema von Content und Commerce. Und dementsprechend freuen wir uns, wenn Sie dann hier auch zu Gast sind. Gut, ja, dann wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Haben Sie tolle Herbstferien, haben Sie eine tolle Zeit, wenn Sie sie nicht haben. Und dementsprechend freuen wir uns, wenn wir uns im November alle wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, tschüss. Gute Zeit, wieder schauen.